Hallo Leute, willkommen zurück. Ja, ich war hier gerade so ein bisschen am Rumwuseln und habe, nur dass ihr es mal wisst, hier so ein kleines Bäumchen noch dazugesetzt, weil ich ja offscreen ein bisschen mit den Bienen rumhantiert habe. Auch nur, weil es echt öde ist, einfach die immer nur wieder und wieder und wieder durchrödeln zu lassen. Von daher denke ich, ist das ganz okay, weil ansonsten würden wir folgenlang nur damit verbringen, diese Bienen durchlaufen zu lassen. Ist ja nicht so ganz Sinn der Sache. Und da ist mir was aufgefallen. Seht ihr das da? Ja, das ist ein mutiertes Blatt. Und als ich denn hier so durchging... Achso, Entschuldigung. Werden wir natürlich gleich noch ändern. Bin ja heute eine Runde durch die Gegend geflitzt hier, weil ich noch ein paar Screenies machen wollte. Ja, also als allererstes fangen wir mal hiermit an. Blöderweise hat dieses hässliche Ding, darum habe ich es reingelegt, mal keine Textur. Ich habe mich nämlich doof gesucht danach, habe es hier eingegeben und finde nichts. Ich so, Also einmal Bronze, zwei Sticks, gibt einen Grafter. Den packen wir jetzt einfach mal hier unten hin. Ja. Blöd, dass wir schon wieder was haben ohne Textur. Und das liegt nicht an dem Texture Pack, sondern das ist auch in den Standardtexturen. So, und mir ist gerade was aufgefallen. Ich hatte mein Jetpack zum Laden gegeben. Und ja, hier sieht es absolut chaotisch aus. Keine Angst, der gesamte Maschinenfuhrpark und so und die Kisten, bla, die kommen alle weg hier. Komm, gib her. Das wird alles noch erledigt. So, aber jetzt allererstes fliegen wir mal kurz hoch zum Bäumchen und grabbeln uns da mal das Blatt ab. So, mit dem Grafter. Und was haben wir da Schönes? Wir haben ein Dschungel-Sapling. Na, toll. Tja, dann halt nicht. Aber ich habe noch was anderes gefunden. Hahaha. Und zwar, das hier sieht ja sehr eindeutig nach mutiert aus. Versuchen wir es mal hiermit. Und es hat kein Setzling gegeben, weil der Grafter weg ist. Nein, verdammt. Okay, also noch ein Bug. Super. Der verschwindet also außer Hand. Nee, ich habe ihn rausgelegt, weil ich die Dschungelzept. Okay. Ich bin selbst schuld. Aber wie ihr seht, der nutzt sich halt recht schnell ab hier und gibt halt im Normalfall auch keine Saplings. Also wenn ich jetzt hier weiter dran rumgrabbeln würde, man sieht so 5, 6 Stück, dann war's das. So. Okay. Dann halt nichts mit mutierten Pflanzen. Man kann auch mal Pech haben. Man muss halt einfach nur Mist bauen. So, was mich mal interessieren würde, kann man das Ding eigentlich verzaubern? So mit Haltbarkeit? Ja. Cool. Machen wir mal Unbreaking 1 drauf. Reparieren den mal. Nehmen wir Unbreaking 1 runter und kriegen wir da 2 hin? Nee, war mit unserem Level. Nee. Also belassen wir es doch bei 1. Okay. So. Jetzt dürfte er wenigstens ein bisschen länger halten. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo ich mir den hinpacken soll, dass ich ihn auch wiederfinde. Ätzende Sache. Liegt hier. Ich werde sowieso vergessen, von daher. Egal. Okay, dann einmal zu den Bienchen. Weil ich es ja wenigstens mal erwähnt haben sollte. Also, wir brauchen noch irgendwo eine Birke. Ich muss mir dringend noch eine Birke suchen. Ganz, ganz dringend. Ich glaube, das mache ich sogar vorher. Wir suchen jetzt erstmal eine Birke. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Buch auch Birken drin gehabt, aber egal. Dann können wir ja mal gucken, was die netten Jungs hier unten machen. Außer Türparty. Boah. Also die scheinen daran echt Spaß zu haben. Und dass es viele sind, sieht man halt an dem tollen Iron Golem ja auch. Hat der jetzt eine andere Textur? Der war doch rot. Merkwürdig. So, ich hätte gern nur eine Birke, bitte. Ich brauche einen Birkensetzling. Ach ja, einmal frei durch die Gegend fliegen. Eigentlich könnte ich auch laufen, oder? Erkunden wir mal ein bisschen die Welt. Ist ja auch mal gar nicht so schlecht. Eigentlich müsste man fürs Laufen sowieso immer das Jetpack abnehmen, weil man ist ja mit Hüpfen doch ein ganzes Stückchen schneller. Aber das verbraucht halt echt viel Jetpack, das glaubt man gar nicht. Allerdings hat das wieder den Vorteil, dass man hier nirgends reinfällt. So. Hier ist, glaube ich, nur Schneegebiet. Oh, nee. Cool. Ist es eine Wüste, oder? Wow. Sieht ja schon irgendwie cool aus. Oh, ich glaube, ich habe meinen Scoop nicht dabei. Verdammt. Ah. Nee. Mist aber auch. Oh, aber die hier können wir mitnehmen. Die sind sehr interessant. Wie man sieht, so kann man ganz easy Blaze Powder farmen. Ach ja.
Achso, schon mal von vornherein, sorry, dass das heute so spät kam, das Video, aber irgendwie ist der Tag so an mir vorbeigehuscht und dann dachte ich gegen Abend schon, oh Mist, verdammt. Also es ist jetzt 19 Uhr, das heißt, wenn es rauskommt, wird es wahrscheinlich 21 Uhr sein. Nehmt's mir nicht übel. Es ist nicht beabsichtigt gewesen. Dafür nehme ich jetzt gleich wahrscheinlich ein bisschen mehr auf. Okay. Da sind diese bunten Wälder. Ich hätte gern ein paar Birken. Kann auch mal sein, dass hier mal so ein, zwei Birken irgendwo sind, oder? Ich meine, es sind ja alles keine regulären Biome hier. Von daher... Was mir noch gerade auffällt, wir haben schon wieder keine Punkte mehr, oder? Waypoints? Klasse. Schön, dass er immer die Waypoints löscht. Also wir müssen so in die Richtung ungefähr. Ich hoffe, das finde ich nochmal. Ansonsten haben wir nämlich ein echtes Problem. Obwohl, wir haben gar kein Problem. Ich kann so weit laufen, wie ich will. Ich habe das Linking Book dabei. Okay. Hat sich gerade erledigt, der Gedanke. Aber was haben wir denn hier Schönes? Auf jeden Fall noch was nicht Reifes. Verdammt. So. Wie hier irgendwie überall. Ach Mensch, hier wird doch mal irgendwo eine Birke zu finden sein, oder? Nö, aber dafür... Tiefe, tiefe, tiefe Löcher. Wow. Und ein Pilzbiom. Ja, 1A. Und ich habe keine Käfige dabei, oder? Habe ich ein bisschen Holz dabei? Ich glaube nur... Sticks habe ich. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt Standardholz. Flip. Und es wird dunkel. Natürlich wird es dunkel. Warum soll es auch nicht dunkel werden? Ich bin ja nur unterwegs. So, okay. Wir brauchen eine Crafting. Moment. Machen wir es so. Ich habe zwar eigentlich gar nicht den Platz dafür, das so zu machen, weil ich brauche ja hier irgendwie die 9 am Rand frei und... Oh Gott. Okay, dann verstauen wir erstmal den Mist hier. Brupp. Und... Euch können ja auch, ihr könnt ja auch alle weg. Bei den Bienen zeige ich euch nachher gleich noch. Keine Panik, ich habe es nicht vergessen. Aber es ist ein Unknown Sapling. Oh, das könnte sogar ein entwickelter Jungle Sapling sein. Na, aber müssen wir nochmal gucken. So, jetzt habe ich hier, glaube ich, genug Platz freigeräumt zum Craften. Ja. Ich schiebe nur gerade ein bisschen Panik wegen den Viechern, aber... Oh, da ist mir gerade noch was aufgefallen. Wir reisen zu wenig durch die Welt, bin ich ganz ehrlich der Meinung. Also da könnte man mehr machen. So, und zwar brauche ich jetzt erstmal Holz. Kriegen wir 4 Stück zusammen. Genau, hoch, super. 2, 3, 4. Perfekt. 1, 2, 3 und 4. Ich renne ja auch schön mit meinem Omni-Ranch rum. Da muss ich ja quasi noch umgehauen werden heute. Da führt ja quasi gar kein Weg dran vorbei. Naja. Mr. Creeper wartet schon auf mich. Oh! Birken! Cool. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir uns jetzt einfach mal hier 2 Mushrooms. Eiskalt. Ich habe leider keine Spitzhacke mit... Silk Touch dabei. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, okay. Gut. Also wir haben schon mal Mushrooms. Mushrooms sind super. Perfekt. So. Okay. Dann könnt ihr mal weg. Vielleicht fange ich mir noch 2 normale Kühe. Doch, das könnte ich eigentlich machen. 2 normale Kühe sind durchaus drin. Aber erstmal... Na doch, komm. Die holen wir jetzt noch schnell. Ich glaube zwar, ich habe schon Kühe, aber ich bin mir da recht unsicher. Jungs, nicht drängeln. Meine Güte. Allerdings, wenn ich jetzt genug Spinnen finden würde... Hallo! Genau, dich meine ich.
Oh, ey, Leutings, nicht alle auf einmal. Nein! Du gehst nicht hoch, Freund. Ich glaube, ich lasse mich hier auf was ein, was nicht sehr gesund ist. Ganz ehrlich. Das könnte ziemlich tödlich enden, was ich hier gerade mache. Also erstmal essen. So, dann die Kühe hier hoch. Achso, jetzt kann ich sie erst decken. So. Und futtern. So, dann brauchen wir Birken. Das ist ganz wichtig, habe ich gesagt. Und wie viel Spinnenseide habe ich denn jetzt eingefangen hier? 3. Ich brauche noch eine Spinne. Spinnis! Hallo! Da. Ja, ja, ich weiß, du schießt jetzt gleich wieder auf mich. Oh, gleich 2 von euch. Hoffentlich hatte die Spinne jetzt das dabei. Jep, perfekt. Klack, 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 klack. So, einmal Wolle. Ist ja quasi genial. Gott, ich... Nee. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und crafte, dann ist das Erste, was kommt, hier so ein Vieh. Einmal hoch, bitte. Auf die Baumspitze. Dankeschön. So, dann nehme ich nämlich den da auch noch mit. Oh, das ist gut. Und den da nehme ich auch mit. Oh, super. Und den Baum müssen wir umhacken. Oh, wir haben gleich noch genug zu tun. Wird jetzt doch eine Explorer-Folge. Ich sehe das schon. Also, ich hoffe, ihr seid mir da nicht allzu böse. Aber es gibt halt doch ein paar Sachen, die ich ganz gerne hätte. Und wenn sich jetzt gerade die Chance dazu ergibt... Rucksack, bitte. Der Erzgelumpe-Rucksack. Und dann erstmal den Mist hier rein. Das und das und das. Und Fackeln brauche ich jetzt auch gerade nicht, aber egal. So, du kommst da rein. Du kommst hier rüber. Pocket Crafting Tables sind Mist. Dass man den Platz im Inventar dafür braucht. Echt, das geht gar nicht. So. Und ein Scoop. Sehr schön. So, wie... Ich sehe natürlich hier nichts. Also wie gesagt, wir kommen ja recht schnell wieder nach Hause. Aber ich brauche halt vorher Minimum Birke. Und ich hätte gerne, wenn ich jetzt schon mal hier bin, hier so ein paar Bienenhäuschen mitnehmen. Könnten nicht schaden. Ja. Und ich bin hier direkt im Mittelpunkt des Geschehens mal wieder. Oh, die beiden können wir auch mitnehmen. Ach, verdammt, viel zu viel Zeug. So, komm mal her, Freund. Boah, gleich mehrere. Ihr habt ja alle Langeweile, oder? Ich gehe wahrscheinlich viel zu panisch an die ganze Sache ran. Aber trotzdem lieber so, als dann nachher dazustehen und nichts Gescheites zu haben. So, was haben wir hier? Meadows? Meadows? Nur Princess? Keine Drones? Respekt, aber die brauchen wir zum Züchten auf jeden Fall auch. So, das hier müssten Marbles sein. Die sind jetzt nicht sonderlich wichtig, aber die sind für den späteren Ablauf in Xtrabees eventuell noch relevant. Nee. Danke. Tschüss. Überall. Überall Viecher. So, einmal hier auf den Baum rauf. Da stirbt gerade ein Tintenfisch. Und hier unter mir ist Party ohne Ende, aber wir haben zum... Schießt du auf mich? Was haben wir denn da für einen? Okay. Könnte ein Meadows sein. So, wir haben hier Marbled. Marbled, Marbled. Wow. Okay, da gab es Drohnen hier nicht. Ist ja doof. Okay, dann hoppen wir mal hier rüber. Machen den mal kaputt noch. Okay. So. Eine Meadows Drone, da haben wir noch eine. Sehr schön. Ich dachte, ich kriege irgendwo eine Valiant raus, aber das hat sich wohl hier und so. Okay. Hängt da einer im Baum? Ist es jetzt Forest oder... Ja, ja, nee, 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 Leute. Boah, ich hasse Spinnen, echt. Nervigste Viecher ever. Und vor allem,
Blöd. Wann seid ihr doof? Ich entziehe mich einfach mal eurem Zugriff. Mein Jetpack ist ja noch halb voll. Oder inzwischen halb leer. Kann man jetzt auch sehen, wie man will. Und ich hätte gerne wenigstens mal so eine Birke gefällt. Vielleicht haben wir ja direkt Glück. Habe ich genug Platz? Ja. So, fäll ich jetzt einfach mal hier eiskalt. Klack. Und wieder auf ein Bäumchen rauf. Und wenn ich jetzt da Birkensetzlinge drin... Ja, perfekt. 5 Stück. 1A. Besser geht's doch gar nicht. Und da kommt auch schon wieder der Tag. Boah, was es hier nicht noch alles zu erkunden gibt für interessante Gebiete. Aber eigentlich hätte ich gerne... Der Scoop ist der noch... Ja. Ich hätte gerne noch welche aus dem... Aus der Wüste. Da ist ein Totem. Okay. Also ich muss schon sagen, die Welt ist extrem genial. Also diese ganzen Extra-Biom-Sachen gefallen mir wirklich richtig, richtig gut. So. Will ich den da wirklich fällen? Ich bezweifle es ganz stark. Aber ich bräuchte halt ein bisschen was von dem Holz. Hm. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, da ist noch einer. Okay, dann den. So, und einmal fallen bitte. Und wir haben keinen Platz. Verdammt. Ja, dann einmal die Bienen hier rein. Okay, okay, okay. Die Waben auch noch. So, perfekt. Es hat gleich mehrere sinnvolle Gründe, das Holz. Deshalb, also, von daher nehme ich das sehr gerne mit, weil halt auch Magie drin ist. Ja, das ist doch schon mal um einiges besser. So, und jetzt brauchen wir nur die Wüste wieder. Na komm. Wie lange hält er mein Jetpack noch? Ah, ist langsam echt Limit. Vielleicht sollte ich mir mal einen Solarhelm bauen, obwohl bei dem Wetter wäre das wahrscheinlich auch egal. So, okay. Kann ich euch ja gleich noch ein, zwei Sachen zeigen, die... Also eine Sache, die mir durch Kommentare noch erzählt wurde, was ich sehr witzig fand, weil das wusste ich ernsthaft gar nicht, ist, dass ich Weizen zu Seeds machen kann mit Pam. Fand ich total genial. Oh, hier ist ein Pure Note drunter, okay. Klasse. So, ihr kommt mal auch mit hier. Ein bisschen Quecksilber kann man immer gebrauchen. Und hier sind auch Birken? Verdammt, habe ich die vorhin übersehen oder was? Oder komme ich gar nicht von hier? Oder ach, ich habe mich sowieso schon wieder komplett verirrt. Ist ja unglaublich. Also müssen wir uns jetzt eine neue Wüste suchen. Was für Riesenbäume hier auch immer überall stehen. So, das ist jetzt hier so ein Forest-Ding. Vor allem die Map zeigt diese Riesenbäume irgendwie ein bisschen zu hell an. So ein ganz klein bisschen. Lass mal ihn mal ein bisschen aufbauen. Ich glaube, das ist jetzt echtes Chaos für ihn hier gerade. Hier sieht es mir arg nach Meer aus. Ja, wir können ja einfach mal auf die Map gucken, wie weit er da ist. Okay. Ja, das sieht mir wirklich ein bisschen zu sehr nach Ocean aus. Und gleich wird das Jetpack anfangen zu blinken und dann war es das sowieso. Aber gut, die Bienen könnten wir bei uns sowieso noch nicht züchten. Das heißt, wenn ich jetzt keine Wüste auf die Schnelle finde, mache ich mich direkt wieder auf den Heimweg. Dann müssen wir uns hier auch nicht Ewigkeiten durch den ekligen Regen quälen. Ich bin aber... Das ist episch. So. Und Schnee. Ruhe. Und es blinkt. Okay. Ich klatsch bestimmt gleich volle Kanne auf den Boden. Ne, ein bisschen, das habe ich noch. Bisschen was hält da noch aus. Was sind denn das für Bäume? Heftige Teile. Ja, ist schon nicht ohne hier.
Und hier sind noch mehr Birken. Natürlich, wenn man keine mehr braucht. Wisst ihr was? Eiskalt. Fällen wir halt noch ein paar Birken. Wenn die schon hier so rumliegen. Und uns verachtend anschauen. Weil wir vorher keine gefunden hatten. Vielleicht gibt es dann noch so eine kleine Monsterüberraschung oder so. Ihr seht die Viecher ja sowieso immer tausendmal vor mir. Und sitzt dann wahrscheinlich schreiend da und nein, nicht machen, nicht da lang gehen. So. Wow. Interessante Wälder. Und interessantes Laubgelumpe. Und wir sind schon wieder am Meer. Okay. Bis hierhin und nicht weiter. Weißer Rucksack. Buch. Und tschüss. Ah, hier ist wenigstens ruhig. Aber bei mir wird es wahrscheinlich nicht ruhig sein. Yep. War ja klar. Jetzt hätten wir... Okay. So. Also frisch ans Werk. Dann packe ich mal kurz das Link. Ach nee, das packe ich lieber wieder in die Tasche, weil wenn ich wieder unerwarteterweise losziehe, so die kommt auch hier rein. Und dann werde ich jetzt hier nicht großartig abladen. Das kann ich auch im Notfall noch offscreen machen. Den ganzen Mist ausladen. Aber wo hatte ich denn die anderen Viecher eigentlich hin? Hier. Schweine. Mushrooms. Kühe. 1A. Besser geht das doch nicht. Und hier habe ich die Birch Saplings und ich brauche mal... Ich brauche... Machen wir mal 2 Birken, das passt eigentlich. Hier kommt hier auch mit rein. Quecksilber kommt hinten zu unserer Truhe hier. Und das auch erstmal. Dann ist hier wenigstens wieder ein bisschen aufgefüllt. Die Gehirne gehören. Kann hier auch rein. Okay. Passt, wackelt, hat Luft. Und raus. Und zwar geht es jetzt also bei den Birken zum Beispiel definitiv darum, dass die halt... Okay, die Bienen verbreiten wohl auch Quecksilber. Cool. So, eine hier hin und eine... Machen wir erstmal eine hier hinten. Weil ich hier noch nicht so viele rumstehen habe. Und es soll sich wohl dann mit dem Kreuzen wesentlich schneller ergeben, wenn man hier eine Birke und einen Oak in der Nähe hat. Also von daher mal gucken, wie das so funktioniert. Dann packen wir mal um. Also wie ihr seht, Majestic Drones habe ich inzwischen viel zu viele. Wir brauchen dringend einen Bierleiser. Da werde ich nämlich auch gleich nochmal nachgucken. So, Forest und... Forest, okay. Chuck, chuck. Und die Tropicals. Oh, jetzt muss ich mich hier verpieseln. Ja, hier ist die zweite Majestic-Reihe rausgekommen. Das ist auch eine witzige Sache. Darum brauche ich halt wirklich den Bierleiser, weil ansonsten komme ich hier gar nicht mehr klar. Und irgendwie kriege ich keine Common mehr. Die werden direkt so cultivated. Finde ich auch toll. Ja, ich habe... Ich glaube, das Wetter heute will mich richtig ärgern. Ist ja auch nicht so, dass es irgendwie zu Frame-Einbrüchen führen würde. Nein. So, wie viel habe ich jetzt noch? Kann ich jetzt hier noch kurz hochfliegen? Ja. So, gucken wir nochmal kurz über die Bäume rüber. Aber das wird wohl jetzt einen Augenblick dauern, bis hier wieder irgendwas passiert. Naja. Auf jeden Fall stehen die Birken jetzt erstmal da zum Kreuzen und alles ist schick. Und wir können auch drin. Und ich habe keinen Platz mehr. Oh Mann. Okay. Du kommst einmal da rein. Ich glaube, da muss auch dringend ein Trichter drauf. So, und jetzt habe ich wieder einen Haufen Kram gemacht, den ich eigentlich gar nicht vorhatte zu machen. So. Egal. Diverses Rucksack oder der hier. Oh Gott. Oh Gott. Das ist echt nicht... Ja, das geht gar nicht. Ich habe viel zu viel Bienenzeug. Ich kann auch hier keine Diamanttruhe draus machen. Wir brauchen dringend die Bienentruhe. Dringend. Ich glaube, dafür brauchte ich die Comps. Dann behalte ich die jetzt einfach mal hier in der Tasche. Also wie ihr seht hier, der muss analysiert werden. So, hatten wir noch so irgendwelches Gelumpe hier von irgendwelchen Viechern? Ja, hier und hier.
Und hier ist auch kein Platz mehr drin, oder? Ah, doch, so für ein bisschen was ist noch Platz. Aber nur für ein bisschen was. So, aber wir nehmen das hier mal komplett raus. Jetzt gehen wir nämlich zu dem Trick, der mir mein lieber Abonnent einfach mal einen Hinweis gegeben hat. Seeds. Und zwar ohne Ende. Und da ich das Weed nicht brauche, kann ich das hier schön, brav, alles umwandeln. So, und kann das in unseren Squeezer schmeißen. Chuck, 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 chuck. Und noch welche? Nö. Aber das wird jetzt definitiv mehr als genug Seed Oil, denn dann habe ich da auch schon mal ein Problem weniger. Und ich kann hier oben noch was reinschmeißen. Auch schön. So, dann gucken wir mal kurz. Apiaries Chests. Okay. Ja, ja, easy. Mama. Ein Glas. Eine Kiste, die wir sehr schnell hergestellt. Oh, hier ist noch Glas drin, okay. Die wir sehr schnell hergestellt haben. So. Ein Glas. Und. Perfekt. Wir haben eine Apiaries Chest. Und jetzt werde ich euch auch gleich zeigen, warum. Bienenflut! Okay, so. Und zwar ist da richtig viel Platz drin. Oh, habe ich. Ich habe doch gar keinen Magnetmodus an. Warum fliegt ihr denn alle zu mir? Chuck, 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 chuck. So, also da passen auch wirklich nur Bienen rein. Aber dafür eben 5 Seiten voll. Das ist also schon ein bisschen was anderes. Und ich habe die jetzt definitiv nicht sortiert, aber das war auch gar nicht meine Absicht. Ich wollte nur erstmal halt irgendwie mich von den Viechern befreien können. Da draußen geht ein Enderman ab, super. So, und dann haben wir die hier nicht drin. Und dann haben wir hier schon, ja, sind wir schon fast an der dritten Seite angekommen. Und theoretisch müsste ich die alle scannen und untersuchen. Und ach, ich hab noch Spaß. 100 Pro. So, Honey Drops haben wir inzwischen auch viele. Aber dafür werde ich jetzt die Eisenkiste direkt darüber stellen. Und da kommen jetzt die ganzen Bienensachen nämlich direkt mal rein. Silky Wisp und Honey Drops und alles so ein Kram. Und hier haben wir auch noch Zeug drin. Perfekt. Oh nee, die Strings bitte nicht. Obwohl mit den Strings zeige ich euch gleich noch was. So, inzwischen müssten wir hier genau Seed Oil Can haben. Die schmeiße ich jetzt mal gleich hier rein. Hallo? Hallo, Rezeptor. So, und zwar. Wie war denn das? Ich glaube, mit normalem Holz war das, oder? Ich muss da jetzt auch nur nachgucken. Nein. Stick. Da, impregnated stick. Ach, verdammt. Egal. Nehmen wir das gute Birkenholz, ist ja auch nicht so wild. So, und jetzt macht er uns hier ein paar impregnated sticks. Da brauchen wir jetzt erstmal 8 Stück von. Und dann zeige ich euch mal, was man damit Schönes machen kann. So, und davon werden wir massig brauchen, also da wird wohl eine Menge Holz für drauf gehen. So, impregnated sticks kommen dann so. Und ein Faden in die Mitte und wir haben hier so ein impregnated frame. Das heißt, wir können uns auch unsere Frames selber herstellen. Das ist eine sehr schöne Sache. Jetzt gehen wir mal kurz pennen. Klack. Licht an. Dankeschön. Ach Mensch, räum doch deinen Müll wieder weg, wenn du hier irgendeinen Scheiß hinstellst. Verdammt. Okay. So, ich darf mich nur nicht stechen lassen, das wäre echt schlecht. So, und zwar bei den Tropicals hätte ich gern Frames drin, bitte. Klack. Dann nehmen wir auch den hier raus. Weil die Frames sorgen im Endeffekt dafür, dass die mehr produzieren. Und wir wollen halt mehr von diesen Silky Comps haben. Das heißt, die Tropicals können auch erstmal so bleiben. Die müssen später auch noch weiterentwickelt werden, aber das kommt halt alles noch. So.
Und damit haben wir wieder eine sehr techniklose Folge. Muss ich ja mal ganz ehrlich gestehen, das ist ja nicht mehr allzu häufig. Ist aber vielleicht gar nicht mal so unangenehm, mal einfach ein bisschen durch die Gegend zu streifen. Ich werde jetzt noch kurz mal hier draußen eine Runde rumwuseln. So. Irgendwo ist doch hier dieser Enderman noch unterwegs, oder? Okay. Der Garten muss nämlich auch dringend umgebaut werden. Das gefällt mir hier gar nicht, dass es... Ist da eine Blume gewachsen jetzt? Im Ernst? An diesem einsamen Ort? Aber da will ich auf jeden Fall was anderes reinhaben. Und der Garten soll ja nachher auch nach da verlagert werden. Von daher passt das schon ganz gut. Und wir haben wieder einen Haufen Seeds. Damit wir jetzt anfangen können. Ja, es gibt dafür ein Tool, habe ich aber momentan nicht drin. Und wir können auch nicht einfach so das Modpack ändern. Das geht leider nicht so mal auf die Schnelle. Da müsste dann halt auch jeder mitspielen können. So, okay. Dann brauche ich gerade mal Platz. Platz wäre echt mal schön. So, diverses Rucksack und dann erstmal hier. Komm. Alles rein. Oh, die Honey Drops müssen dringend noch in den richtigen... Muss ich mir mal merken, ansonsten vergesse ich die daran. So, okay. Ich glaube, ist vielleicht nicht so gut hier noch mit dem... Ah, doch. Für die ein, zwei Flüge, die ich jetzt noch brauche gerade, geht es gerade noch so. Klack. Erstmal hier die blöde Rohrleitung wegnehmen. So. Jetzt komme ich gleich nicht mehr raus. Hier muss ich mich hochstecken oder so. Ah doch. So. Erstmal diese hässliche Leitung hier durch den Garten wieder wegmachen. Geht ja gar nicht. So. Und weg. So, dann kommt ihr hier alle weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Hier alles weg. Alles weg. Geht's dir gut da unten? Hallo? Ich wollte gerade sagen, unverwundbares Hühnchen oder was? So, dann kommt ihr hier auch weg. Gut, die lassen wir erstmal noch dran. Das kann auch noch laufen. Du kommst weg. Okay, dann. Die Tanks. Das wollte ich jetzt nur schnell in der Folge noch machen, damit wir schon mal hier wenigstens den Abbau haben. Da werden wir dann in der nächsten noch ein bisschen was mit anfangen. Obwohl ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich bei dem System grundsätzlich so bleibe, wie ich es hier hatte, weil ich habe da schon ein paar ganz andere Ideen. Da muss ich aber gucken, ob das Material dafür reicht. Und das ist jetzt kein Joke, weil... Dafür werden wir eine Menge brauchen, was ich da vorhabe. So, okay. Dann bist du hier erstmal weg. Okay, dann du weg. Du weg. Ja, fall da nach unten, ist mir egal. Okay. So, damit steht jetzt schon mal nur noch die Windmühle. Und wenn ich jetzt noch den richtigen Back finde hier. Ja, hier. Und da ein bisschen Dirt rausnehme. Ach so. Ich zeige euch jetzt mal was. Wenn ich jetzt hier einen Dirt reinpacke, ja, hier unten, so guckt mal drauf, sind 64 drin. Nur, weil ja da so ein Kommentar unter der einen Folge stand, von wegen Fail und so. Ich wollte es nur wenigstens mal gezeigt haben. Ich weiß, dass sicherlich viele, viele, viele schon wissen. Trotzdem wollte ich es wenigstens einmal demonstriert haben. So, kommt ihr jetzt auch alle weg hier? Ja, ich glaube schon. Weg, weg. Klack. Eigentlich müsste ich die anderen Leitungen hier drunter auch dann auch gleich wegmachen. Das können wir beim nächsten Mal machen. Erstmal nur, dass die Oberfläche wieder ein bisschen sauber aussieht. Tschock, tschock. So, so, so. Ach, egal. Nehmen wir halt noch alles mit. Wird die Folge halt wieder 40 Minuten. Mein Gott. So. Und wie ihr seht, der Dirt wird nicht weniger in meiner Hand.
reinste Magie, ne? So. Oh. Hallo. Dich hätte ich gern. Dankeschön. Kostet alles Geld. Muss man alles herstellen. So, du kommst auch noch weg hier. Okay, und das hier auch noch. Unser schönes Greatwood Lock hier. Das werde ich verschwenden. Wunderbar. Und schon haben wir nur noch eine Windmühle. Alles andere ist weg. Also die Windmühle ist momentan quasi unser einziger Buildcraft-Support. Was auf Dauer sehr kompliziert werden könnte, weil wir haben hier doch ein paar Energiefresser dran. Und gerade jetzt der Squeezer, der ist natürlich schon ordentlich dabei. Und wie ihr seht halt, ist es gerade mal 4 Cans, ja, aus so vielen Stacks. Das ist schon unglaublich so. Die Sticks sind auch alle imprägniert. Seed Oil jetzt hier ist alle, so gut wie. Aber da können wir halt wenigstens noch 2 Frames draus machen. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache. So, die Maschinen werde ich jetzt erstmal in der Tasche behalten. Ich werde jetzt nur noch einmal kurz bei den Bienen vorbeischauen. Eigentlich warte ich ja drauf, dass hier mal so spontan nochmal ein Blatt mutiert. Weil, wie gesagt, ich werde nachher sowieso vergessen, dass ich den Crafter da reingepackt habe. Ich werde eh wieder 3 neue bauen oder 4 oder so und irgendwann finde ich die dann alle. Nee, momentan ist noch nichts mutiert. So, wie sieht's hier aus? Okay, ihr seid ja gut dabei. Ihr seid auch dabei. Was ist hier mit dir? Ah, Silky kommt, sehr schön. Die will ich haben. Die Majestic hier ist durch. Die kann nochmal neu gestartet werden. Und das ist übrigens das, was ich die ganze Zeit mache, wenn ich hier offscreen arbeite. Einfach nur die Bienen immer wieder neu starten. Darum auch diese Überfülle. So, also für die nächste Folge schon mal einen Haken dran. Wir brauchen auf jeden Fall einen Bealizer, einen Treealizer und damit ist die Folge auch schon fast vorbei, weil die Dinger sind echt ätzend zu bauen. Nein, mal gucken, was wir denn machen. Und hier draußen ist jetzt ein bisschen aufgeräumter und dann werden wir uns wohl in der nächsten Folge mal mit dem Mühlenbau beschäftigen. Also ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, auch wenn es ein bisschen hektisch und komisch und keine Ahnung was war. Und wir werden uns dann sicherlich morgen zum Stream oder zur neuen Folge oder whatever sehen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.